Geheimnisse der Antarktis. Eine Landkarte, die vor über 500 Jahren gezeichnet wurde, bevor es eine Technologie dafür überhaupt gab. Wie kam es, dass Piri Reis 300 Jahre vor der Entdeckung der Antarktis die Küsten so perfekt zeichnen konnte? Einige behaupten, er habe es mit Hilfe von Außerirdischen gezeichnet. Okay, jetzt sind wir da. Wir sind da, meine lieben Freunde. Miese Recherche. Aliens in den Chat. Der Dajjal, vergleichbar mit Antichrist, wird auf dieser Insel versteckt bleiben, bis seine Eigenschaften registriert und abgeschlossen sind. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von mir an euch. Und zwar gehen wir in ein nächstes Video rein, welches heißt Geheimnisse der Antarktis. Also wir gehen wieder mies in die Recherche rein. Mal wieder ein Antarktis-Video. Habe ich persönlich auf jeden Fall Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Ich bin dankbar auf jeden Fall für jeden Support. One love. Und ab geht's. Rein. Piri Reis, die Geheimnisse der Antarktis. Pflichtlektüre. Let's go. Eine Landkarte, die vor über 500 Jahren gezeichnet wurde, bevor es eine Technologie dafür überhaupt gab. Wie kam es, dass Piri Reis 300 Jahre vor der Entdeckung der Antarktis die Küsten so perfekt zeichnen konnte? Interessanterweise bestätigten britische und russische Forscher auf der von Piri Reis gezeichneten Landkarte schließlich... Das ist krass, Digga. 300 Jahre vor der Entdeckung der Antarktis. So schließlich die Spuren einer Zivilisation, die auf dem antarktischen Kontinent lebte. Die Frage war jedoch, wie Piri Reis diese Informationen vor 500 Jahren erhalten hat. Das ist eine gute Frage, ja? Das ist eine gute Frage. Einige behaupten, er habe es mit Hilfe von Außerirdischen gezeichnet. Andere behaupten, er... Okay, jetzt sind wir da. Wir sind da, meine lieben Freunde. Miese Recherche. Aliens in den Chat. Es durch Astralreisen gezeichnet. Was uns aber wichtig ist, ist nicht, wie er es gezeichnet hat, sondern was er gezeichnet hat. Was bedeuten die seltsamen Kreaturen auf der Karte? Besonders dieses. Als wir die Karte betrachteten, wurden in der afrikanischen Region Elefanten- und Straußenbilder gezeichnet. Im südamerikanischen Teil gab es Bilder von Lama und Puma. Woher wusste Piri Reis, dass diese Tierarten dort lebten? Diese Regionen wurden 300 Jahre nach dem Zeichnen der Karte entdeckt. Während Wissenschaftler erst Mitte des 20. Jahrhunderts in die Antarktis einreisen konnten, wie war er hier? Piri Reis. Schon mal gehört, einer von euch? Überraschender andere Teil war, dass Piri Reis den südamerikanischen Kontinent trapezförmig zeichnete. Der von Piri Reis gezeichnete südamerikanische Kontinent sieht so aus, wie aus dem Weltraum gezeichnet. Ist ein Türke? Heftig. Türkissen! Bei der Untersuchung waren alle Details unglaublich genau. Die Maße waren korrekt, die Stellen waren korrekt, die Formen waren korrekt. Alles andere war korrekt, außer einer 11 Grad Kompassverschiebung. Die Tatsache, dass es so viele Korrekturen gibt, erhöht jeden Moment den Verdacht der Menschen, dass da mehr dahinter steckt. Die eigentliche Frage ist, ob diese Karte im 16. Jahrhundert oder von Piri Reis gezeichnet wurde. Das gruseligste Detail, das uns wirklich dazu gebracht hat, diese Karte zu erforschen, ist, was ist der rothaarige Mann auf der Karte? Wer ist es? Warum hat Piri Reis diesen Mann so gezeichnet? Was wollte er uns sagen? Wenn wir uns die osmanische Fußnote direkt darüber ansehen, osmanische Fußnote, ist den folgenden Satz. Dieses Monster hat eine Größe von 7 Fuß. Der Abstand der Augen ist eine Spanne. Theoretiker sind der Meinung, dass die rote Insel, die direkt über dem rothaarigen Mann existiert, die Insel des Dajjal. Oh shit, Dajjal. Das ist doch der Antichrist, oder nicht, Langer? Fühl ich nicht. Gleich vergleichbar mit Antichrist. Schauen wir uns die rote Insel genauer an. In der Ecke befindet sich eine kleine Fußnote. Die Fußnote hier lautet Isle de Vokka. Dieser Abschnitt wurde in keiner Quelle übersetzt. Das Fehlen jeglicher Informationen über diese Insel hat uns tiefer in die Forschung hineingezogen. Wenn wir uns die Etymologie des Wortes ansehen, entspricht dieses aus Madagaskar stammende Wort dem englischen Wort devastating. Mit anderen Worten ist es die Definition im Sinne von destruktiv Zerstörer. Das, was dieser Definition am nächsten kommt, könnte der Dajjal sein, der sich dort versteckt. Wir haben Informationen von einem osmanischen Dozenten von der Chukurova-Universität erhalten und gemeinsam die Karte besprochen. Und Wie sagt man das auf Türk? Universitesi.
Universitesi. Einige der Informationen, die wir bekommen haben, waren unglaublich. Einige Teile der Karte erwähnten Monster, Rinder mit einem Horn und sechs Hörnern und seltsame Kreaturen. Piri Reis erklärte, dass das rothaarige Wesen und die rote Insel in Bezug auf Farbe und Richtung zu sagen hätten, dass unmenschliche Wesen von dieser Insel stammten. Einige behaupten sogar, dass diese Insel Atlantis wäre. Sehr schnell geredet, das Video, ne? Hätte sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen können, finde ich. Eigentlich ein sehr interessantes Thema, aber das ist so durchgerattert. Ich persönlich höre zum ersten Mal von Piri Reis. Aber faszinierend ist halt einfach, dass diese ganze Antarktis-Geschichte extrem mysteriös ist. Und dass es auch diesen Antarktis-Vertrag gibt. Dass es so viele Theorien über diesen Ort gibt. Ist einfach eine Sache, wo man schon fast von ausgehen kann, dass da irgendwelche Sachen sind, die wir als Normalsterbliche nie von gehört haben. Aber da geht was ab, da bin ich mir fast sicher. Irgendwas geht da ab. Kann auch auf dieser Insel sein. Piri Reis sagt, dass diese wundersame Landkarte, die immer noch zur Korrektur der Weltkarte verwendet wird, in seinem Buch mit Hilfe die stimmhaften Meere und Tiere erstellt wurde. Der Dajjal, vergleichbar mit Antichrist, wird auf dieser Insel versteckt bleiben, bis seine Eigenschaften registriert und abgeschlossen sind. Krass, das heißt dahinter, ist es quasi, heißt es, dass dahinter, von der Karte her gesehen, hinter der Antarktis noch was ist mäßig, diese Insel, oder was? Die Tatsache, dass die Insel auf der heutigen Satellitenkarte nicht sichtbar ist, bedeutet nicht, dass es dort keine Insel gibt. Darüber hinaus in einem Hadith-i-Sharif, islamische Mitteilung, wird wie folgt mitgeteilt. Temim al-Dari, der mit einer Delegation aus Damaskus nach Medina kam und als einer der prominenten Christen Muslim wurde, erzählte dem Propheten, dass er sich mit seinen Freunden während der Kreuzfahrt auf einer einsamen Insel mit dem Dajjal unter der Anleitung einer sehr gefiederten Kreatur getroffen hätte. Ach du Scheiße. Der sagte, sein Name sei Chisase. Und dass der Dajjal, dessen Hände und Füße in Ketten gefesselt war, er zu gegebener Zeit erscheinen würde. Daraufhin bedankte sich der Prophet und dass das, was er über Dajjal hörte, dem ähnelte, was er zuvor seinen Gefährten gesagt hatte. Muslim, Fiten 119 bis 121, Abu Dawud, Melahim 15. In der Fortsetzung des Gesprächs von Tamim al-Dari und seinen Schiffskameraden mit Dajjal stellte sich Dajjal weiter vor. Ich bin der Christus, Antichrist. Die Zeit zum Verlassen ist nahe. Dann werde ich hinausgehen und die Erde durchstreifen. Es wird keine Dörfer geben, die ich in 40 Tagen... Bleib weg, Junge. Wir wollen dich nicht haben. Nein. Hau ab. Gott, helf uns. Ich besucht habe, außer Mekka und Medina. Diese beiden Städte sind mir verboten. Wann immer ich einen von ihnen betreten möchte, wird mich ein Engel mit einem einfachen Schwert in der Hand begrüßen und... Krass. Mekka und Medina ist tabu, hä? ...daran hindern, dort einzutreten. In jeder ihrer Passagen ist ein Engel, der sie beschützt. Wie aus dem Hadith hervorgeht, wird der Dajjal in 40 Tagen die ganze Erde in Unheil und Unordnung versetzen. In diesen beiden geschützten Städten kann er jedoch nicht nach Mekka und Medina einreisen. Im Video dieser Woche haben wir einige der Geheimnisse auf der Karte von Piri Reis und einige Anzeichen des Ortes angesprochen, an dem sich der Dajjal versteckt. Ist der Dajjal wirklich in dieser Karte enthalten, die Piri Reis im Jahre 1513 gezeichnet hat? 1513, das ist so heftig. Wir sind uns sicher. Das ist für uns alle eine Frage der Neugier. Es gibt einige Geheimnisse, die selbst mit viel Forschung nicht erlangt werden können. Nur wer diese Tage einholen kann, kann dies sehen und wissen. In der Hoffnung, die Endzeit nicht zu erreichen, wenn diese Niederlage stattfinden wird. Heftiges Video, Digga. Das war sehr viel Information in sehr kurzer Zeit, gell? Ich sag dir ehrlich, das Video hätte man... Also das Video daraus, aus dem Video hätte man auch, ich finde das gleiche Video mit den gleichen Informationen hätte man auch 20 Minuten ziehen können, halbe Stunde, so. Ich finde das, fand das Thema extrem interessant, auch was die gesagt hat, fand ich extrem interessant. Ich hätte das gerne noch in längerer Zeit irgendwie durchgearbeitet, weißt du, was ich meine? Mädchen, warum hast du nicht ein 20 Minuten Video draus gemacht und hast ein bisschen entspannter geredet? Aber trotzdem geiles Video, sehr interessant, oder Freunde, was sagt ihr?